Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen zusammen und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einer weiteren Multiplayer-Runde Subsystem. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir leben noch. Sonne geht fast. Ja. München. München. Oder wieder. Oh, die Tür ist aber blöd hier gesetzt. Ja, ich wusste gerade nicht, wo ich die hinsetzen soll, weil ich keine Instruktionen erhalten hatte. Von unserem Innenarchitekten. Ich bin ein bisschen gewachsen. Irgendwie komme ich durch die Tür nicht mehr durch. Okay. Ja, dann nimm halt daneben. Ich ziehe ja die Angelschulter ein. Nein. Warum du? Ich habe mit ihm gesprochen. Ja, aber sie ist unsere Architektin. Ach so, aber sie kann hier vorne nichts machen. Aber sie muss mir ja sagen, was sie will. Ja, wir müssen jetzt eigentlich gucken, genau. Habe ich mich erschrocken. Gott. Hilfe. Bist du mit Socken in eine Pfütze getreten, oder was war? Oh, nee. Ich bin tot. Nee. Oh, Hilfe. Führer würde ich ganz nach vorne nehmen. Wenn du hier ein Fundament hast, stellst du hier die Türe hin, dass es ein ganz großer Raum wird. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Ich denke zumindest. Es wird halt ein länglicher Raum, aber es ist ja Bums, oder? Also wenn hier jetzt ein Fundament ist, so wie jetzt da oben, dann... Ganz vorne. Warte mal, ich setz mal den Türrahmen. Und du musst es dann einfach unterschreiben. Da? Jupp. Okay. Dann ein Fenster rein. Also wird wirklich eine lange Wohnung. Ja, aber das geht noch... Weißt du, du musst ja irgendwo auch Platz lassen. Also hier kommt nochmal eine Treppe hin. Ja. Hat jemand gerade eine Patrone oder sowas und kann den Wolf da einmal wegmachen, bitte? Bin gerade nicht zu Hause. Sagst mir wo. Wo bist du überhaupt? Ja, einmal genau gegenüber. Wo genau gegenüber? Einmal quer durchs Haus? Ja, hier durch. Also nein, nicht da. Wenn du hier bei dem komischen Stein raushüpfst. Ja, bei den Jägern. Wenn du aus der Haustür rauskommst, ja, genau da. Da drüben. Level 3. Ja, wahrscheinlich wird er uns jetzt schön umbringen. Ja, mich hat er gerade umgebracht. Im Spiel, wie auch außerhalb des Spieles. Du bist doch noch bei uns. Ja. Ich schwimme halt jetzt nicht da hoch, während er hier schön am Umlaufen ist, während wir im Wasser sind. Ich muss kurz warten. Aber der kam so überraschend. Vor allem, ich hätte nichts gehört, deshalb habe ich mich auch so erschrocken. Plötzlich war der in mir drin. Das hört sich jetzt falsch an, aber... Ja. Ja. Ein bisschen. Ist du dein Kommt Zeug? Da. Ja. So, dann lassen wir ihn einfach. Oh, er kommt ins Wasser. Mutti, mach schnell Tür auf. Sie hat die ganze vordere Wand fehlt. Also wenn du da nicht durchkommst, dann weiß ich auch nicht. Boah, der ist ja super schnell im Wasser. Warum kann ich hier nicht hoch? Was für ein Viech. War ein bisschen... Bist du tot? Das ist wieder nie. Ja, das ist tot. Das ist tot. Nee, ich meine den. Nee, aber ich kam nicht aus dem Wasser raus, weil ich nicht hüpfen konnte oder so. Jetzt habe ich meinen Pfeil hier verloren. Ist er weg? Er ist tot. Der Wolf ist weg. Ja, der ist weg. Nein, ich meine den Jäger. Welcher Jäger? Ach, okay. Die haben vom Wolf gesprochen. Ach so. Vom bösen Wolf, nicht dem Jäger. Ach so, ich habe leider keine Nägel, sonst würde ich dir helfen, hier vorne zu bauen. Ich habe nur 3. Ich habe 1. Yay. Ich habe meine Nägel leider selber. 8 Nägel habe ich hier vorne mal reingetan. Die kann ich opfern. Also hier diese Box hier. Ich habe sowieso keine Nägel. Von abgesehen. Also 3 Nägel noch für ein Fundament.
warte, ich habe auch noch. Kriegst du meinen Nagel auch noch dazu? Ja, dein letzten Nagel. Den letzten Nagel. Hey! Nochmal zwei Nägel und dann ist. Dann haben wir da was. Ich brauche ein Hühnchen. Ich brauche eigentlich Holz, Luca. Oh, muss mir. Pack dir nochmal ein bisschen Asche rein. Danke. Da habe ich ein bisschen feindliches Lagerfeuer entdeckt, was völlig leer war. Da dachte ich, naja, nehme ich mal gleich mit. Ja, das ist praktisch. Ja, und bin dann ganz schnell abgehauen, bevor einer nach Hause kommt. Okay, dann gehe ich mal in der Nacht ein bisschen Holz hacken zumindest, war. Ja. Ist gerade nicht ganz so kalt. 14 Grad. 12 ja. Bei mir. Ja, hier. Das ist okay. Ja, bei mir auch 12. Ab 12 Grad ist T-Shirt-Wetter. 9 Grad, kalt, 9 Grad, gefühlt 24 minus. Kommt noch der Windchill dazu und dann ist. Dann wird es schön glibberig kalt. Ja. Oh nee, da ist du nur das. Dann nimm ich einen anderen Baum. Nicht, dass der mir auch noch in die Axt glitscht. Du hast es auf uns abgesehen, gib's doch zu. Nein, kann er. Sowas. Glaubst du? Also ich bin es nicht gewohnt, hier Multiplayer zu spielen. Ich bin nicht mehr der einsame Jäger. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir vorne bei dir dann natürlich das Gebäude ein bisschen aufbauen, dann Werkbänke und dann entsprechend die Erdbohrer pflanzen. Pflanzen ja. Wir Erdbohrer? Okay. Genau. Das sind dann so biologische Erdbohrer. Ja, ja. Also eine so Käferfarm. Genau, die müssen halt einfach nur auf den Erdboden gesetzt werden und dann ist das alles perfekt. Brauchen sie Treibstoff? Arsch? Ja, was? Die brauchen nicht so viel Platz, gell? Nee, die Erdbohrer brauchen nicht viel Platz. Am Ende haben wir vielleicht 4, 5 oder 10 stehen. Gucken. Ja, was jetzt? Nee, die brauchen nicht so viel Platz. Also wenn er eine Fundamentgröße... Okay, genau das wollte ich hier. Okay. Das reicht. Reicht, glaube ich. Was? Okay. So. Ich gehe nochmal heim und tu nochmal an die Nacht über. Ja. Kannst du sie in die Truhe legen? Ja. Kommt drauf an, welche, ne? Die Truhe, wo halt Nägel reinkommen. Ja, genau die. Ich hab jetzt irgendwo reingetan. Wird schon passen. Genau da. Sehr schön. Wetter. So. Nee, das ist schon. So, Fundament. Also ich baue jetzt erstmal die Fundamente hin, oder brauchen wir erstmal Wände? Was sind da wichtiger? Nee, mach Fundamente erstmal. Das ist okay. Brauchst du nicht Fundamente, damit du überhaupt Wände bauen kannst? Genau. Nicht, wenn man das Fundament da mal danach wieder abweist. Also wieder wegnimmt, Gott. Dann bleibt die Wand nämlich stehen. Das heißt, du kannst mit einem Fundament alle Wände legen. Ich sag's nur. Der Boden ist falsch rum. Auch nicht. Bald rum. Pech. Ich meine Pech. Trigger. Tüdelili. Wer ist dieser Tüdelili, von dem du sprichst? Ja, weiß ich auch. Oh, ich habe ganz viel Holz. Warte mal. Wie kommt das nur in dein Inventar? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich war fleißig.
Wo soll das Holz hinpacken? In meine hintere Kiste da. Deine hintere Kiste? Ja. Und du rühmst da. Oh, falsche Taste. Deine Getränkekiste. Nein. Ja, von mir aus auch da. Ja, ich kann's auch in deine... Ja, ich mach's in die Getränke. Da kriegst du auch ein paar Fasern dazu. Es sind auch nur 124 Holz und 16 Fasern. Immerhin. Bla, bla. So, da muss wieder Tag werden. Ich hab nämlich echt Hunger auf Gemüse. Ja, und ich brauche ganz viele Hühner. Ja, Hühnchen. So. Wie war das bei 25 Maden hast du, boah. Die kleinen Fische vergammeln lassen, oder? Ja. Okay. So, in der Nacht mal angucken, wo hier gerade diese ganzen rumlungern. Da haben wir einen. Drei Stück. Ah. Vier, fünf. Da kommt die große. Fünf Stück sehe ich. Oh. Uhu. Uhu. Korrigiere sechs Stück. Oh, da ist auch gerade einer. Sind es wirklich schon so viele? Sechs Lagerfeuer sieht man. Ohne uns das natürlich. Ja, also vier Basen, eigentliche Base haben wir und den Rest, ist dann alles diese wandernden Banditen. Ja. Wandernde Banditen. Wo hast du denn jetzt den kleinen Fisch hingetan zum Vergammeln lassen? Noch in meinem Inventar, weil ich ja weiter angel. Okay. Also ich habe immer Fisch, der gammelt in meinem Inventar. Das hält schön. Tiere fern. Vielleicht wollte ich damit auch nur mit dem Geruch ein paar Banditen für mich gewinnen. Ja, jetzt habe ich schon zwei Wärmekits herstellen können. Ach, für den Winter nachher, ne? Mhm. Ja, stimmt, ich wollte mich ja noch darum kümmern, dass ich dann die Winterjacken langsam baue. Also genau, da fehlen mir die Stoffe. Stoffe, Federn? Ja. Ja, mit den Federn kannst du die gefütterten Stoffe machen. Braucht die Mama eigentlich ein Bett? Ja, irgendwann schon. Ja. Ja, die gefütterten Stoffe habe ich ja schon. Aber das Bett pressiert nicht. Nee. Zumindest Steins nicht. Ja. Ja, wir anderen haben ja schon ein Bett. Ja, eben. Genau. Außer ich muss halt nochmal umziehen und das, da muss ich halt alles abreißen, weil das ist auch ein bisschen blöd. Oh, das kriegen wir alles hin. Gut, wir sind ja jetzt nicht unter Zeitdruck, bis du mit deinem Bett hier umziehst. Nee, vor allem ich fahre mir ja gerade meins zusammen. Telefon? Ja, fehlt ja im Prinzip noch die Hälfte. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Heute bitte nicht. Bitte ruf. Das ist eh nicht für mich. Es ist nicht für mich, es ist nicht für dich. Tja, dann. Es ist für Luca. Ah, ah. Ja. Da gehe ich jetzt nicht ran. Da hat er Pech. Okay. Belle, ich leg mal die Fische zum Gammeln einfach in die Essenstruhe. Ja, genau. Da sind sie gut aufgehoben. Find ich super. Das ist aber notorisch. Okay. Hartnäckig. Der muss ich mir also jetzt kurz sicherstellen. Da gibt es jetzt erstmal ein Machtwort. Mhm. Oh, Baumwollsamen gefunden. Hast du ganz gut gemacht. Hast du gut gemacht, ne? Ja, ich weiß. Gut gemacht. Ich brauche einen Stoff. Ach, da war doch vorhin kein Nickel. Warum bin ich jetzt getötet? Ich brauche Stoffe. Oh. Oh, weißt du, bei der Hitze ist mein Hirn auch ein bisschen weggebraten, ne? Also, verzeiht mir. Alles gut. Guck mal, da ist schon wieder kein Nickel. Ich brauche deinen Stoff. Hab ihn. Oh ja. So, einmal runter, einmal flups. Okay, also du baust momentan so unsere Base und ich versuche die Winterjacken, gell? Ich jage gerade in Elch. Aber ja. Ja, also nebenbei dann so. Dann. So wieder da. Ja. Und dann gucke ich. Bitte, Bibi. Dann kann ich ja mal gucken, dass ich vielleicht nebenbei noch so eine.
Ja, noch so eine Werkbank. Na, ist das Wort wieder eingefallen. Ja. Ja, immerhin. Oh, da hab ich Bär begrüßt. Hallo. Jetzt hätte ich mal ausreichend Holz. Was heißt ausreichend Holz? Naja, kann nie zu viel Holz haben. Aber ein bisschen im Dab. Aber keine Nägel. Wie war das? Ein Elch greift an? Ja, manchmal schon. Wenn du ihm auf den Sack gehst, schon. Der ist ganz hinterhältig. Der sagt dann erst, oh, ich lauf weg und dann plötzlich... Ja, merke ich gerade. Voll die Sau. Ah, ja. Naja, Wildschweine gibt's hier auch. Das ist ja auch noch ein Wolf. Ach, das wollte ich doch. Ja. Mhm. Okay, Wolf. Das hat mich das Telefon durcheinander gebracht. Das wollte ich noch. Jetzt fehlt nur noch ein Gegenmittel, dann heißt es, jeder hat für uns zwei im Dab. Oh, das ist gut. Gell? Das ist Niki Schnacki Schnucki. Mal gucken, was man machen kann. Ich glaube, eine Leber habe ich noch. Ich habe dir vorhin eine gebracht, ja. Die ist weg. Ach so, die ist weg. Die habe ich wohl schon verarbeitet. Tschüss, Elch. Oh, hat der viel Zeug dabei. Hoho. Ja, der hat schon ordentlich was dabei. Wow. Vor allem der Braten ist geil. Von ihm. Aber den kann man erst ganz spät bauen, wenn man einen Herd hat. Ja gut, verbrennen werde ich dem sein Fleisch trotzdem und essen. Ja. Ich muss meine Dominanz zeigen gegen den Elch. Nachdem er mich gepikst hat. Mit seinen Haaren. Ja. Ein gebrochenes Bein. Nö, so schlimm ist nicht. Achso. Na dann. Ist ja alles in Butter. Cremig und flockig. Cremig und flockig sind nur die Hautstücke, die jetzt wahrscheinlich von mir wahrscheinlich irgendwo raushängen. Ja. Halt, ich muss lecker, noch duschen. Lecker. So. Eieiei. So, ja, klar. Zwei Hühnchen. Das Rippenstück kann man ja wirklich nicht kochen. Nee, das kannst du nachher. Das musst du in den Kühlschrank packen. Schade. Da kannst du ein richtig geiles Essen draus machen. Aber es wird dauern, bis wir den dann haben. Okay. Geweih und so? Wo packe ich das rein? Bei uns vorne. Weil okay. Da kannst du Kleber draus machen. Alrighty. Wow. Da machen wir also. Wow. Okay. Oh. Was ist los? Ach so, ja, genau. Was auch immer du gerade meinst, aber ja. Ja, ich wollte gerade Konversation mit dir führen und dachte dann, dass es genau das passen würde. Okay. Ja, Melli hier, alter Falter. Auch schon ein Riesending eigentlich, ne? Schon ulkig. Vor allem dieser lange Weg, denn der Flur, oh geil. Ja, und wir bauen dann bei uns noch Geschütztürme mit an, ne? Gibt's das hier? Ja, du baust einen Turm, stellst dich selber hin und machst dann dusch, dusch, dusch. Das ist ein Geschützturm.
Jetzt will ich nicht mehr. Oh, oh, wo sind meine Seile? Da. Oh, die erste Winterjacke kommt. Supi, ich habe auch noch drei Seile. Ein Seil, das gerade hergestellt wird. Okay. Das ist geil. Oh. Vergeltung oder sowas kommt heute nicht mehr, ne? Wir haben ja niemanden. Bin wieder aufgerascht. Da. So. Fast verhungert, das Fleisch verbrannt. Wunderbar. Ich liebe das, wenn Leute anrufen. Ja. Bibi. Yippie. Aber eine freudige Nachricht gibt es trotzdem. Wir haben die erste Winterjacke. Wunderbar. Die erste Winterjacke? Die erste Winterjacke ist da. So. Warum habe ich geangelt? Für den Arsch. Neues Fleisch bringe ich dir. Bring dir noch einen Baumwollsamen. Super. Wie sagt man, Welle nicht zur Strafe, sondern zur Übung? Da, ich habe eine Leber gefunden. Ja, ich habe einen Kühlschrank. Kühlschrank. Das heißt, dann sind wir jetzt auf dem Stand. Jeder hat zwei Heilstoffe. Ja, jetzt pass auf. Warte, bevor ich was falsch sage. Ja, genau. Zwei Heiltränke. Das ist gut. Das ist echt gut. Yes. Das. Ja, wir machen Fortschritte. Also so langsam überleben wir. Am Hunger leidet es auch nicht. Ja. Ich muss leider euer, was ist das? Rippenstück zerlegen, weil sonst kann ich es nicht auf den Grill schmeißen. Ja, ja, ich kann es ruhig zerlegen. Ach so, ich hätte es auch zerlegen können. Ja, ja gut. Ich habe es jetzt extra drin liegen lassen. So. Ja, im Großen brauche ich es nachher, wenn ich es im Herd mache. Aber den habe ich leider noch nicht. Aber macht ja kein Problem, du. Ja. So schnell auseinandergenommen. Zwei Mist. Schnell auseinandergenommen. So, Heilmittel fertig. Wunderbar. So. Jetzt esse ich schnell den Apfel, bevor ich tot umfahre. Ja, mach. Ich brauche ein bisschen mehr Obst. Wo seid ihr, meine Heide? Ich komme nicht dazu, hochzugehen. Ich sollte eigentlich meine Beete gießen, damit das Zeug wieder oben wächst. Ja, ja, das ist ja kein Ding. Ich suche ja hier draußen in der Wildnis mit Heidelbeeren. Dann. Wenn ohne wachsen? Keine Gemüse. Wobei ist es Bärensaison? Braunbären, Schwarzbären, Grizzlybären. Also ich finde immer richtig viele Erdbeeren zur Zeit. Ja, dann hast du gutes Glück, ich gerade nicht. So, jetzt. Wer will noch was trinken, bevor ich jetzt die Trinkflaschen alle mitnehme? Nee, ja. Ich hab grad. Gut. Ich hab sogar eine dabei. Trinkflasche noch eingepackt. Mist. Der Leere hat's auch. Dann geh ich jetzt Blümchen gießen, damit die endlich wieder wachsen. Bist du? Du warst, glaube ich, ein Hase, ne? Moment. Oh, Pudding. Nee, einen Puddingriegel brauche ich. Jetzt muss ich um das Fundament kommen. Um den Hasen mitzunehmen. Ist er drunter gerannt, oder wie? Ja. Ja gut, dann kann er wenigstens da nicht abbauen. Ja, schon, aber ich krieg die Leiche da nicht raus. Geduld. Ja, Geduld, damit sie dies wollen. Arschbacken zusammenkneifen und reinzwängen. Sohn Konfuzius sagte, nur mit Geduld kann man den Harten unter dem Fundament rauslocken. Ja, nicht wenn er tot ist. Tja, dann. Aber der kann doch tot nicht unter das Fundament gerannt sein. Ja, das ist schon davor. Dann. Ja.
Und dann hast du unter das Fundament geschossen, um den Hasen zu töten. Ja, weil ich dachte, ist doch da sowieso, kann ich wegrennen. Weil du dachtest, es wäre eine tolle Idee. Ja. Hättest du noch einfach einfangen können mit der Hand. Da, nee, eben, da komme ich ja nicht hin. Ja, aber dann wärst du auch nicht an die Leiche rangekommen. Da hättest du mitdenken müssen. Ja. Wenn Menschen anfangen zu denken. Ja, das sollten wir sowieso alle nicht. Also ich spreche jetzt mal für mich, aber bei mir kommt da nichts Gutes raus. Okay, ich habe keine Beeren mehr gefunden. Heidelbeeren, Erdbeeren. War auf meiner Jagd nichts mit dabei. Ich mag Karotten, gar nichts. Nee, leider überhaupt nicht. Schade eigentlich. Oder habe ich noch was? Ah, nee. Einen Karottensamen habe ich. Okay. Nee, ich hatte auch einen Samen. Na, jetzt habe ich Hunger. Machst du den Kühlschrank wieder leer? Du hast doch gerade erst, hast dich doch voll gefressen, als wir hier angefangen haben. Ja, schon. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so schnell weggeht. Wenn man draußen sehr viel flitzt, dann verbraucht der irgendwie mehr. Ja gut, das ist logisch. Ist bei mir aber auch, ich verbrauche auch immer recht gut was. Ah, Hühnchen. Bleib stehen. Oh oh. Oh 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 oh. Strider? Ja? Wenn ich dir eine Frage stelle, würdest du ehrlich darauf antworten? Wahrscheinlich nicht. Frage ich dich nicht, ob du zufällig weißt, ob wir noch einen Schokoriegel daheim haben. Haben wir nicht. Nee, daheim haben wir keinen. Dann nein? Hat sich den nicht nee, daheim haben wir keinen. Unterwegs habe ich einen gefunden, ja. Aber der macht ja Proteine. Also kein Gemüse. Sonst hätte ich den schon gemampft. Eididididi. Aber einen Proteinriegel im Inventar zu haben, das ist manchmal schon echt Gold wert. Ja. Vor allem, weil der nicht vergammelt. Genau. Die esse ich auch wirklich immer erst wirklich, wenn es notwendig ist. Luca, könntest du noch mal Holz besorgen, bitte? Ja. Oh, stimmt. Ich könnte auch mal wieder Holz für empfohlen. Ich leg dir das in deine... Holz ist weniger das Problem als mehr... Also Nägel und so Zeug. Mhm. Okay. Hab dir ein kleines bisschen was gegeben. Danke. Seit ich unterwegs bin, habe ich glaube eine Kiste gefunden. Eine einzige Kiste. Aber ich brauche auch Holz, wenn ich keine Nägel habe. Um die Feueröfen anzuhassen. Um die Feueröfen? Ja. Ja, diesmal habe ich auch noch nicht. Nee. Ich habe noch gar kein Hühnchen gejagt heute. Doch, hatte ich schon. Aber ich war ja zwischendurch zu Hause schon. Da läuft gerade eins. Hallo. Ja, so kleines Gittier sehe ich auch gerade nicht mehr. Naja, nach unserer Jagd ist es klar, dass es eine aussterbende Rasse wird, ne? Und da ist ja nachzüchten. Oh, das wäre schön. Das wünschte ich mir bei diesem Spiel schon lange, dass man einfach da zwei Hühner zusammenpackt und dann pflücken die immer mehr raus. Das Fiese ist, ich sehe gerade ein Hühnchen zwischen einem Bären und einem Wolf. Ich brauche zwei Nägel. Aber nicht. Dann kann ich nicht mehr jagen. Haben wir gerade absolut nicht. Dann kann ich jetzt nichts mehr tun. Holz holen. Okay. Wenn ich gut, Nägel als Bezahlung bekomme. Ich habe keine Nägel. So ein Mist. Nur vier Stück. Lass hier bitte Nägel drin sein. Zwei Stück. So, dann sind wir aber auch schon mit der heutigen Folge schon wieder fertig und am Ende angekommen. Na dann sagen wir doch Tschüss, oder? Tschüss. Ja, ciao, ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.